In der Mitte. Sie ist leiser. Oh, Hammer. Also so, dass man uns noch versteht. Ja. Hammer. Ganz ehrlich, das finde ich aber schon sehr geil. Weil Aachen hatte in der Version 1.0 nur ein größeres Problem. Die Heizung. Nein, die Spaß. Alles andere waren Sachen, die eher Kleinigkeiten sind. Und Aachen ist jetzt 2 Wochen draußen und es gibt einen Patch, die das meiste behebt. Vor allem das Performance-Problem ist doch hier schon deutlich angenehmer. Und man fährt trotzdem mit der KI, die vorgesehen ist. Ja. Also, muss ich loben. Ja, muss ich tatsächlich auch. Lob machen. Tue ich. Ich mache mir da noch ein eigenes Bild von. Tu das. Das war sehr nah am Straßenrand gerade. Ist egal, du hast überlegen. Vorbei. Mario hat überlegen. Der Bus. Nur der Bus. Wollte schon fragen, ob du dir das nochmal überlegen möchtest. Ja, nur der Bus. Ach komm, Taxi, ernsthaft? Hier darfst du nur 30. Da hilft doch nicht, du bist nicht smart. Ich nötige ihn. Ja, aber in einer 30er-Zone kann der sonst was. Wenn ein Taxi schon 30 fährt, Mario, dann weißt du, dass das ernst gemeint ist. Guck mal, er fährt immer einen Ruck schneller, wenn ich blink. Hau ab jetzt! Jetzt hupe ich auch noch. Würdest du mal bitte aufhören, den zu nötigen? Nein! Nee, das kannst du nämlich nur nötigen. So, Mario tritt jetzt für die 2 Meter noch hier voll da. Warte, 10 Meter. Ja, das kennt man ja schon. Ja, macht er tatsächlich nicht. Halt, stopp. So, 21, 22, 23 fahren. Egal was kommt, fahren. Weil wir haben nämlich beim James gelernt, ja, man zählt bis 23 und fährt dann. Ja, Moment, das lasse ich mir jetzt nicht allein zuschieben, das habe ich von Josh. So. Okay, ja gut. Hallo. Aber du hast, ich war bei dir ja in dem einen Video dabei, wo du das gemacht hast. Mit dir, der Typ in die Seite gefahren ist. Naja, bisher ist es ja... Ja, bis auf den Aufsetzer. Voll aufgesetzt beim Mario. Aber ich habe noch keinen in eine Wohnung geschleudert oder so. Ich bin mal gespannt, wie es beim Bushof sein wird. Weil, ja, ich auch. Momentan ist die Performance echt super. Also super. Echt super ist jetzt übertrieben. Aber ich sag mal, sie ist wesentlich okay. Besser als vorher. Sie ist okay. Sie ist spielbar. Also vorher hat es ja zum Teil nur in den Spiegel geguckt und da war es nicht spielbar. Bin mal gespannt, was meine alte Gurke dazu meint. Wann wird es eigentlich Zeit für die neue? Ist auch relativ bald. Ende, ne? Des Jahres. Ich habe gerade Angst, weil ich so verdächtig ordentlich fahre. Guck mal auf die Verspätungsanzeige. Vielleicht bestätigt die dir die Angst. Oh! Ich bin mal nicht 3 Minuten zu früh, weil ich so heize. Nee, 2 Minuten zu spät, Hallo. Aber ist egal. Sicherheit geht vor. Genau, und ich bin auch im grünen Bereich. Und du bist im grünen Bereich. Das sieht schon besser aus jetzt. Ist tatsächlich so soll, weiß ich nicht, aber es sieht schon besser aus. Audi Max! Achso, dein Dings hier, der mein T5. Mein T5, ja. Jetzt sind die Scheiben zwar halbtransparent bei dem Deutsche Postauto, aber das stört mich dann ja nicht weiter. Ich glaube, ich habe es repariert. Das ist schön. I have fixed it. Guck mal, ey, also, ja, doch, geht.
Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass ich unfallfrei durchkomme. Nee. Ich auch nicht. Aber, nicht beschreien. Vielleicht klappt's. Aber was ich wirklich jetzt cool finde. Was ich jetzt auch festgestellt habe, warum ich hier so oft einen Unfall hatte, ich wäre jetzt eben schon gefahren, obwohl Linksabbieger noch gar kein Grün hatten. Hat doch wohl. Ja, jetzt. Aber ich finde es halt schon schön, dass wir jetzt im Bereich des Audimax in den Spiegel gucken können, ohne 10 Sekunden das gleiche Bild zu sehen. Das stimmt allerdings, ja. Hallo. Hallo. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, natürlich. Wobei, das Tüpfelchen auf dem, Hallo. Hi. Eine Fahrkarte, bitte. Wäre jetzt ja Studenten als Fahrer. Hey. Ich ärgere das Mario jetzt, indem ich den reparierten T5 einfach mal in die Konti stelle. Ach, der wollte gerade irgendwie nicht, der hat gerade gemacht. Übrigens, Mario. Ja, bitte. Die tollen Schränkschiebetüren bei dem Rheinhausener. Ja. Hast du hier auch an Tür 2? Ja, ja. Du hast hier eine Elektrotür. Ponttor. So. Die 5 ist da. Ne, ist angekommen, oder Julia? Ja, ist angekommen. Ich hab den Ton gehört und das Bildchen bekommen. Okay. Funktioniert sogar tatsächlich einigermaßen. Jetzt hätte ich gern einen FPS-Counter bei dir mal. Tja, hättest du gern. Hätte ich auch gern, ja. Sonst muss ich mir nämlich selbst ein Level tun. Nicht nur der Julian hätte das gerne, der James. Hallo. Der James auch. Guten Tag. Eine Tageskarte, bitte. Könntest ja selber fahren, habt da auch einen FPS-Counter. Danke. Ich geh jetzt nach deinem Video ins Bett. Ja, ich auch. So, jetzt schaue ich sogar aktiv zu. Ja, jetzt kommen die Unfälle, weißt du? Guck mal, der Ford hat ein Ford-Logo. Und ja. Der Golf hat ein VW-Logo und der hat sogar ein Golf-Logo, glaube ich. Guck mal, der Ford hat ein Ford-Logo und der Golf hat ein Golf-Logo. Der Astra hat ein Astra-Logo. Triefvergesschen. Der Mercedes hat ein Mercedes-Logo und der hat auch die Modellbezeichnung. Ach, scheiße, für den Bus die Mercedes-Stellen hätte man sich mal zu nehmen. Die sind drauf. Echt? Ja, weil das tatsächlich ja... Triefvergesschen. Sound-Update war ja zum Beispiel ein offizielles, habe ich mir sagen lassen. Von außen ist aber keiner drauf. Ja, aber das doch. Ist doch jetzt auch, das ist doch jetzt auch zeigen. Inkludiert. Ja, Moment. Ist ja jetzt auch inkludiert in dem Patch wahrscheinlich. Bis auf die Sterne. Aber sonst sollten die Anpassungen, die Bene gemacht hat, ja eigentlich im Patch mit drin sein. Ja, ja, hat er das nur nicht überschrieben von dem letzten Mal. Ja, oder das. Oh, jetzt hängt da. Jetzt hängt er rein. Ja, aber jetzt ist er. Aber wo wir jetzt gerade so schön nah an den Benz waren, ne? Der hat hinten den Stern, das C180 da dran stehen. Das ist doch gut. 73, ach. Die einzige Schwäche, die das Fahrzeug jetzt noch hat, dreistellige Liniennummern mit großen Ziffern, sprich zum Beispiel Sittingen 66. Mario, guck mal bitte nach rechts, ich möchte gerne wissen, ob an dem Mondeo hinten auch Mondeo dran steht. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Da steht dran. Oh ja. Ford Mondeo. Fahr fort und komm nie wieder. Die Express hat ja den neuen Fiesta in Belgien auf der Teststrecke geknipst, den Erlkönig. Ist DN Düren? Ja. Stell dir vor, da gäbe es ein Kennzeichen DM. Das Mayo. Das wäre schön, ja. Ja, Hinterachse hat aufgesetzt ein bisschen. Du hättest früher. Ja. Also der Ansatz war schon gut. Du hättest nur ein Stückchen früher zurücklenken müssen. Aber sonst war gut. Mario fährt über die Parkspur, ist auch gut. Ich dachte, das ist ein Bus. Nee, ich finde, das macht viel mehr her, wenn auch die Herstellerlogos auf den Autos sind. Definitiv. Oh, die können jetzt hinten einsteigen.
Der gute. Das ist der Arschgeige gestanden. Der gute Hajo, der macht das auch echt super. Haben wir eigentlich schon LKWs gesehen unterwegs? Nicht viele wirklich, nee. Weil die haben ja jetzt auch das richtige Hellmann und Dachser und. Also die richtigen Speditionen. Guck mal, hier hast du nach vorne geguckt, hat es nur noch 12 FPS. Ich würde ja gerne mal einen LKW sehen. Ja, kommt bestimmt noch. Rot, grün. Opel Astra. Opel Astra. Ein Astra, hm? Minoritenstraße. Ich finde, es sollte viel mehr KI-Opel in Omsi geben. Die war rot! Die war rot! Die ist rot. Oh, jetzt. Egal. Jetzt voll. Fußgänger tot. Nee, ist gar keiner rübergelaufen, zum Glück. Auf die habe ich aber tatsächlich jetzt nicht geachtet. Ist aber keiner zu Schaden gekommen. Guten Tag. Da hast du mich gesehen. Weil er an dem Heck deines Busses zu Schaden gekommen ist. Ach so. Ja, wenn er mir ins Heck läuft, ist er selber schuld. Vom Heck erschlagen. Heckler und kocht, ne? Mhm. Boah, Gott. 1, 2, 3 Busse. Aachen-Bushof. Yay. Bushof. Aber ich will die ganzen LKWs sehen, sind da schon mal viel mehr LKW. Ah, jetzt ruckelt er. Ah, jetzt hat er mich. Guck mal, immer noch der Dürener vor uns mit dem kackbraunen Mercedes. Der ist aber kackgrün. Der bei dir braun, bei mir ist der grün. Der ist grün. Entschuldigung, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Ach so. Kackbraun. Entschuldigung. Super. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, ich verwechsel Farben, die sich ähnlich Werte sehen. Werte Freunde, das ist kackbraun. Und bei James sind AfD-Anhänger, dann giftgrün. Nein, ich hab tatsächlich eine Rot-Grün-Schwäche. Ja, okay. Also Farben, die sich ähnlich sehen, verwechsel ich. Ich kann auch blau und lila manchmal nicht unterscheiden. Das wusste ich jetzt gerade nicht, okay. Aber ich wollte gerade sagen, wenn bei dir das Kackfarben ist, dann geh mal zum Arzt. Dann hast Nein, wenn sich ein blau und ein lila Ton ähnlich sehen, kann ich das auch nicht unterscheiden. So, wir müssen weiter geradeaus. Hier hatte der Jatak in seiner Folge so ein paar Probleme. Hallo. Und der Mario, der hat jetzt so eine große Klappe und macht's jetzt auch. Da passiert ihm gleich noch irgendwas wesentlich Schlimmeres. Aber die Performance geht doch klar, oder Mario? Ist okay, ja. Ja, cool. Gut, jetzt durch die Skype-Bildschirmübertragung hast du natürlich 5-6 FPS weniger, aber in ansonsten. Mach mal bitte dreimal Shift Z. Ja, ist okay. Wie viel? Also es sprang zwischen 20 und 23 hin und her. Und das mit Bildschirmübertragung. Nice. Also, finde ich cool. So, in 2 Wochen, ja? In 2 Wochen. Grüner wird's nicht. Ja, doch. Ah, da ist ein LKW, guck mal. Da ist ein LKW. Will ich mir gerne mal angucken. Hat er das Ateco da draufstehen? Ja, ich will aber wissen, der hat das Ateco und den Stern. Ja, gut, kannst weiterfahren. Ateco, das ist der Dings. Der kleine. Ja, der kleine LKW. Gibt's den eigentlich immer noch? Wurde der weitergeführt? Ja, natürlich. Guck mal, hat der jetzt. Ne, der hat auch nicht mehr den. Hallo. Hier wird analysiert. Hallo. Wie Hulle. Also ich muss sagen, sehr gut gepatcht, doch. Ja, das ist das Schöne. Hier achtest du auf Kleinigkeiten bei anderen. Also sonst musst du nicht auf Kleinigkeiten achten, weil da gibt es schon große Probleme. Ja, guck mal, da hinten ist einer mit Werbung. Finde ich aber schön. Die Fehler, die bemängelt wurden, wurden jetzt binnen 2 Wochen korrigiert. Ja. Was haben wir denn da für einen? DPD. DPD. Hansemannplatz. Dämlicher Paketdienst. Mhm. Hansemannplatz.